Digga, das war richtig gut. Auch wenn es fast ins Tor war, aber... Yo! Meine Kartoffelfreunde, willkommen zu einer Folge Rocket League! Ja, wie kommen wir denn darauf? Was ist wir? Mit wem spiele ich hier? Mit Wer ist es? Noob? Nicht den Ball ins... War ich nicht! Ich muss ganz ehrlich sagen, das war knapp, aber du hast ihn nicht reingemacht. Ja, ich habe Alex eben gerade mal angeschrieben und habe gedacht, so, ey Diggi, lass doch mal eine Folge aufnehmen. Daraufhin meinte er, klar, aber was? Ich meinte Rocket League. Er meinte, okay. Ich habe zwar erst eine Stunde gespielt, aber wir können es ja mal versuchen. Exakt, so sieht's aus, Freunde. So, für alle, die Rocket League nicht kennen, Rocket League, du fährst, fahr du mal, mit Turbo? Ja. Nein, Turbo! Ja, genau. Ja, genau deswegen. Rocket League ist Autofußball. Ja, was anderes. Du musst direkt am Anfang wirklich schon Boost starten und dann geht's los. Ja, ich dachte, ich muss erst drüber fahren. Mhm. Du musst wirklich von Anfang an, du musst fahren. Genau, so ist richtig. Ja. So, Rocket League, ja, sollten die meisten von euch eigentlich kennen. Ist auch ein Competitive-Spiel. Online-Game. Wir spielen jetzt gerade gegen zwei andere. Ja, Topra ist Anfänger. Richtig gut. Ja, ich bin richtig scheiße, Digga. Nee, das, ich wollte nur sagen, dass es dein Rang ist. Nee, ohne Witz jetzt. Ich merk's gerade selber wieder. Digga, was machst du? Aber zu mir sagen, yo. Schieb's nicht ins eigene Tor. Hä? Ich hab das Ding einfach nur rübergebracht, weil das sonst auf dem Tor gelandet wäre, ja? Ich hab schon ein paar mehr Stunden als Alex, was man vielleicht auch merkt. Okay. Und ja, wir spielen hier gegen ein... Ah, fuck, ich bin zu spät gesprungen. Oh, Glück gehabt. Alex, hau das Ding da weg. Ich kann... Alex, ein kleiner Tipp für dich. Ja. Versuch immer Boost separat zu haben. Ah, Latte. So, wir spielen hier gegen einen Veteran und einen Average. Ja, keine Ahnung, was der für einen Rang hat oder welches Level er ist. Ich bin auf jeden Fall Profi. Also, so heißt mein Rang. Ich bin kein Profispieler. Ja, Topra sieht ein bisschen verloren aus und er heißt Haifisch, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Deswegen Ritwan, Digga. Damit jeder weiß eigentlich, dass Ritwan zockt, aber ich habe immer keinen Bock, das umzubenennen. Was machen die? Ah. Ja, warum bist du nicht hinterher gefahren? Du standst direkt daneben. Ja, ich hatte Schiss, Digga. Guckst euch in der Wiederholung an. Und ja, da ist Alex stehen geblieben. Er hätte schon wieder angespuckt. Du hättest doch von der Seite kommen können. Und dann einfach rüberhauen können. Mann. Ja, von der Seite kommen. Fickste quer, spürst du mehr, ne? Hat jetzt keiner gehört, hoffentlich. Wir werden hier auf jeden Fall. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich noch eine Folge aufnehmen für Alex' Kanal. Damit Digga, der fliegt! Ja, ich flieg auch, aber nicht gut. Ja, einer von uns muss ins Tor. Und defensiv bleiben. Du stehst schon wieder da hinten und hast deinen Boost nicht eingesetzt. Ja, Tor ist so deine Welt. Ich glaube, es war eine blöde Idee, Rocket League zu wählen. Ja, für dich schon, für mich war es ganz in Ordnung. So. Der Ball kommt gut zu den Gegnern, dann hole ich mir erstmal Boost. Immer Boost einsammeln, hier in der Mitte ist ein Boost für dich. Ja, der war für dich. Huch, verdrückt. Ich spiele übrigens mit dem Controller. Also Rocket League ist eigentlich auch so ein Spiel, was man mit Controller spielen sollte. Damn! Oh, das war gerade knapp. Ja. Bei Rocket League gibt es auch verschiedene Spielmodi, wenn ihr mal wissen wollt, welche es alle gibt. Könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder einfach einen Daumen nach oben da lassen. Digga, das gibt's nicht. Nein! Nein! Ja, wir waren schon wieder beide vorne. Also beide ganz vorne. Es ist okay, wenn einer im Mittelfeld bleibt und einer vorne bleibt. Und der eine baut Druck auf und wenn er den nicht reinmacht, dann kann der andere immer noch den Rebound holen. Aber dann sollte er sich auch sicher sein. Und das, was wir gerade gemacht haben, war halt den Gegnern eine Vorlage geben, ne? Weil wir in die Mitte gespielt haben. Also da werden Topra und ich... Also ich werde die Folge... Ja, komm, die Serie nennen wir Topras Way to Rocket League Pro. Wow. Warum bist du rausgefahren?
Mann, ich habe keine Ahnung. Ich komme mit dem Spielprinzip nicht klar. Lass mich. Ja, ich habe auch Ewigkeiten gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Also es ist am Anfang, wenn man immer nur Shooter spielt, du fährst. Wenn man immer nur Turbo. Ja, perfekt. Wenn man immer nur Shooter spielt oder sowas wie GTA und was ich jetzt auch als Autorennspiel bezeichnen würde. Dann, das war zu früh Turbo. Dann ist es halt auch einfach so, dass man sehr schwer sich auf andere Spiele einstimmen kann. Woo! Digga, das war richtig gut. Auch wenn es fast ins Tor war, aber... Nicht du hast ihn ins Tor gemacht, ich war das. Also du hast ihn... Nee, ich meine jetzt bei uns hinten. Ach so. Ja, aber das war doch eine gute Defense. Du hast ihn in die Mitte, in die Gegner gespielt. Halt dein Maul! Das war doch super. Warum hast du es gerade gesagt? Hat der Gegner geredet? Ja. Ach, ich hab's ausgestellt. Ja. Ja, muss ich nachher auch noch schnell machen. Du fährst. Psst. So, da komm ich. Oh, der kommt gut in die Mitte. Ah, fuck. Bro, my ping! 90 ist doch alles völlig in Ordnung. Ja, für die Leute, die vielleicht mehr von Rocket League sehen wollen, die können, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Oder einen Kommentar, da würde ich mich sehr darüber freuen. Vor allem, weil Feedback immer sehr wichtig ist, weil die letzten Videos, wo ich das gesagt habe, wie zum Beispiel Rainbow Six oder so, kam super an. Kam auf jeden Fall cooles Feedback. Hat mich ziemlich gefreut, dass euch das so gefallen hat. Bei den Vlogs muss ich mir noch was überlegen. Bei den Vlogs war das auf jeden Fall so. Ach, scheiße. Bei den Vlogs war das auf jeden Fall so, dass ich mir selbst gesagt habe, ich möchte gerne was Spannendes filmen und nicht einfach nur sagen, hier, hallo, heute gehe ich zur Arbeit und dann bin ich wieder zu Hause. Darauf habe ich keine Lust. Nee, ich bin weiter vorne. Es sind unterschiedliche Spawns. Es gibt welche, die sind vorne, es gibt welche, die sind hinten. Ich schütze auf was Spezielles an. Nee, meinst du das mit den Vlogs? Ja. Nee, das ist einfach nur... Hallo, ich gehe zur Arbeit. Das kommt mir sehr bekannt vor, Digga. Nee, das habe ich mir einfach selbst gesagt. Und deswegen... Nice. Deswegen, also es hat ja nichts mit deinem Vlog zu tun, das war keine Anspielung. So, ich hab 3 Tore, Topra 0. Was lernen wir daraus? Ja, also das Video hat auch eine super Länge. So, das ist nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich werde auch erstmal nur eine Runde filmen, sozusagen, um erstmal abzuwarten, wie das Feedback sein wird. Okay. Ich kann auch gerne mal so ein Tipps und Tricks Video machen. Schön, Topra. Ah, fuck, über mich rüber. Ich dachte, den macht er more aggressive. Der geht rein. Ne. Topra. Ja. Nein. 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 Da musst du eigentlich bei sowas... Nein. Ich hatte keinen Boost, ich habe gedrückt, aber gab nicht. Achso. Ja, Boost ist eigentlich das Wichtigste. Also ohne Boost brauchst du gar nicht nach vorne. Schade, der war vielleicht noch reingegangen. So, wie gesagt, war erstmal eine Probefolge. Falls ihr Lust habt, mehr davon zu sehen, falls ihr euch mehr dafür interessiert, lasst mir einen Daumen nach oben da und am besten Kritik. Das heißt, schreibt in die Kommentare irgendwas Konstruktives und nicht Masse, Rocket League ist scheiße. Doch, das wäre konstruktive Kritik, beziehungsweise Rocket League ist nicht so meins oder so, blabiblum. Würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Schaut auf jeden Fall die nächste Folge, die nämlich jetzt auch bei Topra hochgeladen sein wird, an. Danke, bis zum nächsten Mal. Fuah! Fuah!